Gering vor dem Playoff-Start grosse Erwartungen, grosse Emotionen, weil wir letztes Jahr bereits Davos im Viertelfinal hatten, jetzt eine 3-2-Niederlage, wo sehr eng war. Was sind die ersten Gefühle gerade kurz nach dem Spiel? Ja, ich glaube, verlieren ist nie etwas Gutes, vor allem in den Playoffs, aber es geht weiter, wir müssen vorwärts schauen und wir wissen, wir können besser spielen und jetzt müssen wir schauen, dass wir das abrufen können am nächsten Dienstag. Es gab zwei Momente in dem Spiel, wo es eigentlich auf die andere Seite kippt, wo die Fans extrem mitgemacht haben. Ich habe dem Roman Wick oben zugelassen. Die Momente hätten wir mehr müssen ausnutzen. Siehst du das auch so? Ja, sicher. Es war sicher nicht so, dass wir keine Chancen hatten. Wir hatten ein, zwei Top-Chancen und sie haben eigentlich mehr oder weniger gelauert. Und wir haben sie nicht gemacht und sie haben sie gemacht und darum haben wir 3-2 verloren. Jetzt geht es im Dienstag auswärts weiter. Der Heimvorteil hat man jetzt verspielt. Das zählt wahrscheinlich nicht, aber was muss man jetzt noch ändern, damit man dann wirklich die Kisten auch 1-2 macht und dann am Schluss als Sieger vom Eis läuft in Davos? Ja, ich glaube, wir müssen in allen drei Bereichen, also offensiv in der Mittelzone und auch defensiv, auch besser spielen und jeder muss besser können, seine Leistung können abrufen und dann können wir mit frohem Mut mal kurz also mal auf am Zeichen schauen. Nur ganz kurz zum Schluss, der McCarthy ist irgendwie 5 oder 6 Minuten vor Ende nicht wirklich gut aussehend vom Eis gelaufen, weißt du schon mehr, was er hat? Es hat nach Schulterverletzung ausgesehen. Ich habe keine Ahnung von dem her gesagt, ich weiss nicht, mal schauen, ich kann nichts dazu sagen. Besten Dank, Patrick Gehring, bis zum Dienstag, merci mal.